Estland, Deutschland. Am Sonntagabend. Das letzte Spiel endete 0:8 aus Sicht der Heimmannschaft. Ob es wieder so ein Schützenfest wird, wir werfen gleich einen Blick drauf. Mit Oddspedia, the Sports Betting Community. So sieht's aus. Und ich frage gleich mal an euch da draußen, was haben Luca Waldschmidt und Serge Gnabry gemeinsam? Spielen sie vielleicht beide von Anfang an? Das ist eine Möglichkeit. Und das andere, beide haben bei Wer trifft eine 1,5er-Quote, genau die gleiche. Mhm. Und das, obwohl Gnabry ja wirklich on fire ist zurzeit und vor allem in der Nationalmannschaft. Und Waldschmidt zwar ein solides Debüt abgeliefert hat, aber naja, gut, Argentinien ist nicht Estland. Trotzdem etwas sehr niedrig die Quote, würde ich eher auf den guten alten Serge setzen. So sieht's aus. Und welche Quoten noch interessant sind, das schauen wir uns jetzt an. Hier am Anfang, wer glaubt, Estland hat einen Stich, der sollte mal einen Euro auf die Esten setzen, gibt 67 wieder zurück. Die Deutschlandquote, da gibt es nicht wirklich Return on Invest. Und ja, was sagt uns die Tabelle? Estland noch nicht mit so viel Siegen, und zwar genau 0. Ein Unentschieden gegen Weißrussland. Deutschland nach der Niederlage gegen die Niederländer rehabilitiert gegen Nordirland. Und jetzt können sie mit einem weiteren Sieg zumindest den Vorsprung auf Platz 3 ausbauen. Letztes Spiel, jetzt ging 2-2 aus. Was ist sonst noch so passiert? Ja, ich denke, in dem Spiel ist es nur die Frage, wie hoch Deutschland gewinnt. Natürlich, 8-0 habe ich gesagt, war das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften. In Estland werden die Deutschen jetzt, glaube ich, nicht so hoch gewinnen. Aber auch durchaus möglich, dass sie mit 4 Toren Unterschied gewinnen, dann kriegst du eine Zweierquote. Auch wenn die Deutschen nur gegen Argentinien eine Halbzeit lang gut waren. Und was mir besonders gut gefallen hat, war der Kommentar von Thomas Helmer über die Berufung von Sebastian Rudi, dass er Rudi zwar nichts absprechen will, aber dass die Nominierung einfach gar keinen Sinn macht und das Leistungsprinzip aushebelt in der Nationalmannschaft. Wie seht ihr das? Ich glaube, eine interessante Frage: Wird Rudi gegen Estland wieder eingewechselt werden oder sogar von Anfang an spielen? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, was ist eure beste Wette für dieses Spiel? Vielleicht ein Over-Under? Ich denke, dass die Deutschen sich auch mal wieder gehörig blamieren könnten. Wie gesagt, gegen Argentinien erste Halbzeit dachte man, wow, wir hauen die Argentinier weg. Und dann, ouch, Glück gehabt, dass wir nicht noch verloren haben vielleicht. Und naja, war halt es mal so. Vor allem die deutsche Abwehr ist einfach nicht sattelfest. Da könnte es sogar interessant sein, ob die Esten ein Tor schießen. Also, naja, gut, das wäre jetzt schon ein bisschen übertrieben. Ja, also das sehe ich auch nicht unbedingt, dass die Esten ein Tor schießen. Ich glaube, in den Quoten wird man das auch nicht sehen. Ich finde jetzt die Over-Under-Wette bei der Gesamttorzahl nicht so spannend. Die Handicaps schon eher, die du gerade angezeigt hast. Du hast gezeigt, mit 4 Toren Vorsprung wird es eine Zweierquote geben. Ich würde sogar eher zu einer 2-Tore-Vorsprung gehen. Gibt immer noch eine interessante 1,5 bis 1,7-Wettquote. Das sind so meine Lieblingswetten, wenn es um den reinen Deutschland-Sieg geht. Ja, aber das ist ja, weiß Gott, nicht das einzige Spiel und auch nicht das Beste in dieser EM-Quali, denn da haben wir noch einige wirkliche Kracher. Georgien gegen Irland gehört nicht unbedingt dazu, aber es ist auf jeden Fall interessant von der Quote her, vor allem auch wenn man auf die Tabelle schaut. Hier die Georgier als Heimmannschaft 3,75, die Iren als Auswärtsmannschaft eine 2,45. Aber da muss man natürlich dazu sagen, dass die Iren wesentlich stärker performt haben in dieser doch sehr starken Gruppe mit den Dänen und den Schweizern. Und für die Iren geht es hier nämlich um die Quali 2020, während für die Georgier das natürlich ein utopisches Ziel ist. Und die Iren sind in diesem Spiel mit einer 2,45er-Quote sehr, sehr gut bewertet. Da muss man eigentlich drauf setzen. Die haben noch kein Spiel verloren. Die Gefahr eines Unentschiedens in Georgien, ja, das könnte man jetzt natürlich immer befürchten, aber die Georgier haben halt gegen Dänemark 0:0 gespielt. Das ist ein respektables Ergebnis.
Aber sind wir uns mal ehrlich, ja, was willst du hier anderes machen? Du musst auf die Iren setzen. Und Ja. da will ich den Coach der Georgier zitieren. Der hat nämlich gesagt, die Iren spielen Fußball, wie der irische Tänzer Michael Flatley tanzt. Da kann man jetzt drüber diskutieren, hat er das jetzt positiv gemeint oder als Verarschung? Dieser Michael Flatley, der tanzt immer so mit herunterhängenden Armen oder so. Aber im Endeffekt hat es der Trainer der Iren dann natürlich als Mega-Kompliment genommen, weil Michael Flatley für die natürlich ein Volksheld ist. Ja, wenn wir mit unseren Füßen das machen, was Michael Flatley mit den Füßen macht, ja, dann ist das natürlich ein Riesenkompliment. Und so werden die Iren auch in Georgien ein auftanzen und dann gewinnen die das Spiel und haben eine super Ausgangslage für den Rest dieser EM-Quali und wollen sich dann hier für die EM 2020 qualifizieren. Ich möchte mir jetzt nicht so sehr auf dieses Spiel festnageln, aber vielleicht ist ja auch interessant, Asian Handicap 0 auf Irland, wenn man wirklich glaubt, Georgien kann was. Währenddessen habe ich hier kurz mein Handy genommen, denn traurig aber wahr, diesen Volkshelden kenne ich tatsächlich nicht. Interessant, wenn man bei Google eingibt Michael und dann ein F, als erste Idee kommt dann gleich Michael Flatley. Ist sogar Ja, geboren, wo ich geboren wurde. in Interessant. Chicago Und oder was? ganz genau. Ja, scheint ein cooler Typ zu sein. Ja, mei, es geht ja auch um Fußball, den muss man jetzt nicht wirklich kennen und mei, deswegen Ja. muss man nur wissen, dass das dieser Tänzer halt ist, River Dance heißt's. Aber ja, habe ich auch nur Ich bin einmal im Fernsehen beeindruckt von gesehen. deinem Wissen und ich weiß auch nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht, genauso wie auf den Fußball bezogen. Dänisch Dynamite gegen die Schweizer Schokolade. Auch wieder spannende Quoten hier. 2-4 auf Dänemark, 3-5 auf die Schweiz. Hier würde mich dann vor allem der aktuelle Formcheck interessieren. 3-3 ging das erste Spiel der beiden aus. Beide sind gleich auf. Auch Irland, über die haben wir gerade gesprochen. Das sind so drei Länder, die direkt nebeneinander von der Tabelle und auch von der Punktesituation sind. Wichtiges Spiel. Also auch jetzt nochmal aus Sicht der Iren, wenn die gewinnen und die beiden hier teilen sich die Punkte, haben sie schon einen guten Vorsprung. Ja, und die Quotenverteilung hat mich erst irgendwie ein bisschen innerlich jubeln lassen, weil ich die Schweiz allgemein fast mindestens gleich gut einschätze. Von daher, wenn die eine so hohe Quote haben, dann hat das in meinen Augen Value. Allerdings habe ich dann erfahren, dass die Schweizer Kapitän Stefan Lichtsteiner mit 35 Jahren wieder nominiert haben. Und Funny Fact, der hatte im letzten Bundesligaspiel der Augsburger bei Mönchengladbach die Kickernote 6,0. Von daher macht mich das ein bisschen nervös, weil Dennis Steinermeid zu Hause auch natürlich Lunte riecht und die Quali schaffen will. Andererseits, warum spielen sie dann 0-0 in Georgien, wenn sie ach so toll sind? Naja, das 3 zu 3 in der Schweiz zeigt natürlich, dass die Dänen offensiv einiges zu bieten haben wir ja auch in der Tabelle gesehen. 15 Tore haben sie geschossen. Beide Teams noch nicht verloren, die Iren auch noch nicht verloren. Also theoretisch macht man mit einer Asian Handicap-Wette auf die Schweiz nicht so viel verkehrt. Vor allem haben die ja auch tolle Spieler mit vielen Bekannten aus der Bundesliga. Sherdan Shaqiri ist leider nicht dabei, aber dafür ja der genannte Lichtsteiner. Und klar, der ist nicht umsonst Kapitän, der hat auch jahrelang erfolgreich gespielt, aber hier haben wir auch wieder das aktuell, die letzten Spiele von ihm natürlich für Augsburg, aber das liegt auch an der Mannschaft, nicht allzu glorreich. Jetzt schauen wir aufs Handicap hier, Asian Handicap 0 auf die Schweiz, 2,39, Sehr interessant. Schweiz und Unentschieden 1,67 ist schon zu niedrig fast. Also, innerlich dachte ich ja, wie gesagt, erst die Schweizer können da was reißen, aber irgendwie habe ich auch im Gefühl, dass die Dänen das zu Hause gewinnen und Moral zeigen. Von daher wäre dann eine Wette auf Dänemark besser. Also im Endeffekt muss jeder selber entscheiden. Könnte auch eine klassische Radex-Bet sein, einfach ein Unentschieden. Vor allem Funny Fact, wenn man beide Logos um 45 Grad neigt, dann hat man auch dieses X. Bitte? Dann macht man nichts. Hinspiel X, beide Mannschaften sollten nicht verlieren. Irgendwie so eine Art Sechs-Punkte-Spiel. Mir gefällt das Unentschieden am Ja, meisten. die Schmach Oder von Kopenhagen vielleicht, der Nicht-Angriffspakt. die Färöer-Inseln empfangen den Rumänen.
Der Rumäne ist Favorit und das wird uns jetzt auch wahrscheinlich die Tabelle zeigen. Ja. Ich glaube, dass die Färöer Inseln gegen kein anderes Land in dieser Gruppe oder generell in Gruppenphasen Favorit ist, denn wie man auch sieht, haben Malta 3 Punkte geholt und die selber sind mit minus 17 Toren ganz weit hinten. Wer sagt, Rumänien, die spielen auch noch um den Einzug quasi in die EM, möchte das Spiel gerne kombinieren, der findet eine 1-2-5 vielleicht ganz attraktiv. Die letzten Ergebnisse waren jetzt nicht so berauschend. 1-0 gegen Malta, erst in der zweiten Halbzeit, kann man mal machen. Gegen Spanien, gut, kann man auch mal verlieren, ganz klar. Dann davor Malta besiegt, in Färöerinseln, gut, nichts großartig gerissen. Vielleicht sind die Handicaps interessant. Hier muss man den Färöerinseln aber doch zugute halten. Die haben sich nicht so krass abschlachten lassen, wie man das jetzt erwarten hätte können. Also 4-0 Spanien, 4-0 Schweden, 2-0 Norwegen, 4-1 Spanien. Also immer so innerhalb von 4 Toren ist, finde ich, gar nicht so verkehrt. Dann kommen die Rumänen, die natürlich da auch noch was reißen können. Aber vielleicht tun sie sich auch schwer auf den Färöerinseln. Das wären nicht die Ersten. Nicht die Ersten, weil auch die Deutschen sich da vor Jahrhunderten unter Rudi Völler, glaube ich, schon mal. Oder war es dann noch Erich Ribbeck? Ich glaube beide sogar. Ja, da haben sie sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Aber das ist lange her. Aktuell schaut es danach aus. Also man muss hier fast... War das nicht die Weißbier... Ja, ich glaube, das war gegen Island. Aber gut, wie gesagt, wir müssen die Vergangenheit abhaken und hier auf dieses Spiel blicken. Und da finde ich, egal wie stark die Färöerinseln sich vielleicht zu Hause präsentieren, es unbedingt interessant, auf minus 1,5 Rumänien zu gehen bei einer Quote von 1,78. Denn ja, die müssen halt einfach dieses Spiel gewinnen, damit sie halt noch eine Chance haben, sich zu qualifizieren. Sind natürlich die Mannschaft mit der viel größeren Erfahrung und Qualität und von daher 2 Tore Unterschied gewinnen sollte drin sein, muss drin sein. Wenn nicht, ist es halt eine Überraschung, aber man macht jetzt mit so einer Wette definitiv nichts falsch. Und ja, wie schaut es bei Bosnien gegen Finnland aus? Auch ein spannendes Duell. Bosnien Favorit, haben ja einige starke Spieler in den eigenen Reihen, noch ein junges Nationalmannschaftsland. Wenn wir uns mal vielleicht die Tabelle anschauen, dann wird man auch sehen, dass die Quotenverteilung spannend ist, denn Bosnien Vierter mit 7 Punkten und die Finnen entweder spielen, gewinnen sie oder verlieren sie, insgesamt 12 Punkte. Also denen würde theoretisch ein Unentschieden reichen, um Bosnien vom Leib zu halten. Armenien sehe ich ehrlich gesagt nicht als direkte Gefahr für Platz 2. Also das wird auch von der Strategie interessant sein, ob man da eher defensiv spielt als Finnland und auch als Bosnien eher abwartend ist, weil die wollen sich vielleicht auch nicht gleich ein Gegentor fangen. Deshalb ist so ein Under, gefällt mir von dieser Tabellenkonstellation ganz gut. Müsste man mal die Quoten anschauen. Aber hast du denn irgendwelche Tipps zu diesem Spiel? Ja, also die Bosnier spielen ja ohne Edin Dzeko, der verletzt ist. Aber dafür haben sie natürlich noch einige andere bekannte Leute wie Pjanic von Juve oder Kolasinac von Arsenal. Und die Finnen hingegen sind halt die Überraschungsmannschaft schlechthin in dieser Gruppe. Wenn man jetzt mal das Spiel gegen Italien ausklammert, das war ja auch der Top-Favorit dieser Gruppe, die Italiener, dann haben sie hier 4 Spiele kein Gegentor auch bekommen. Okay, gegen die Griechen und auch aber das Hinspiel gegen Bosnien 2-0 gewonnen. Also das hätte man ihnen vielleicht nicht so zugetraut. Und warum hier die Bosnier zu Hause Favorit sind, liegt einfach daran, dass man den Finnen immer noch nichts zutraut, obwohl sie ja jetzt hier auf Platz 2 dieser Tabelle sind und erstmals in ihrer Landeshistorie die Quali zur EM schaffen könnten. Aber das traute ihnen der Buchmacher nicht zu. Das traue ich ihnen ehrlich gesagt auch nicht zu, denn die Bosnier haben sich bisher wesentlich unter Wert verkauft, dass sie gegen Finnland verloren haben. Wer weiß, wie das passiert ist. Ich denke, zu Hause werden die Bosnier stärker einzuschätzen sein. Aber andererseits unterschätze ich die Finnen vielleicht dann wieder. Aber so ist es halt dann. Also wie gesagt, ich würde hier nicht drauf wetten, aber ich würde auch... Ja, ist vielleicht ein bisschen
zu riskant finden, auf die Finnen zu gehen, nur aufgrund der Tabelle. Vielleicht finden wir aber noch die ein oder andere Wette in einem der nächsten Spiele. Es gibt ja noch hier Norwegen, Spanien, Malta, Schweden, Liechtenstein, Armenien, Italien, Griechenland. Siehst du da irgendwo eine Wette? Ich glaube, das spannendste Spiel schauen wir uns davon nochmal an. Das ist ja definitiv Norwegen gegen Spanien, oder? Ja, hätte ich jetzt eigentlich übersprungen, weil du ja mit Malta, Schweden schon was rausgefunden hattest. Ich habe keine Meinung zu Norwegen. Spanien ist, glaube ich, auch den Quoten entsprechend richtig. Die Spanier müssen es irgendwie gewinnen. Norwegen ist jetzt aber auch natürlich nicht so chancenlos, kann im Handicap bleiben, aber ja, habe ich mich nicht schlau gemacht, interessiert mich irgendwie auch nicht dieses Spiel, aber bei Malta, Schweden, hast du was Interessantes gesagt, das wollen wir kurz noch zeigen. Genau, und zwar würde ich da sogar dann mehrere Spiele vielleicht zusammenfassen. Also es ist ja so, ich habe im letzten Länderspielvideo ja gesagt, dass eine meiner Lieblingsstrategien derzeit ist, ich nehme den hohen Favoriten gegen ein kleines Land, gehe davon aus, dass in der ersten Halbzeit das kleine Land, weil es gibt ja angeblich keine kleinen Länder mehr, mithalten kann, doch aufgrund des Konditionsnachteils in der zweiten Halbzeit einbricht und der Favorit dann die Tore schießt. Da habe ich, also die Standardwette ist über 1,5 Tore in der zweiten Halbzeit. Beim Spieltag gestern und vorgestern habe ich mir da 4 Partien rausgesucht, 3 waren erfolgreich. Nicht erfolgreich war leider Polen, da hat Lewandowski in der ersten Halbzeit die ganzen Tore gemacht. Und hier bei Schweden in Malta sehe ich diese Wette. Plus 1,5 Tore in der zweiten Halbzeit gibt eine Quote von 1,8. Und das muss man definitiv spielen. Wenn es dich interessiert, Radek, würde ich gleich auch noch die anderen Spiele dazu nennen, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Und wenn nicht, dann trotzdem, oder? Dann auch. Ja, lass hören, komm, mich interessiert's doch. Na gut, also, jetzt kommt's. Vielleicht gehen wir auf einen Tag weiter. Da haben wir nämlich Niederlande gegen das schöne Russland. Wieder eine 1,8er Quote auf über 1,5 Tore in der zweiten Halbzeit. Deutschland in Estland gibt eine 1,4er Quote. Finde ich auch sehr interessant. Rumänien, du hast vorhin drüber geredet, sind ja Favorit und wenn die 2 Tore schießen in der zweiten Halbzeit, gibt es eine 2,0-Quote, muss man auch erstmal schaffen. Ja. Belgien, die Torfabrik, gerade eben San Marino abgeschossen, jetzt geht es gegen die Kasachen, die jetzt auch nicht so der Burner sind, gibt eine 1,5er-Quote. Mhm. Und dann habe ich noch Schottland, über 2,5 Tore in der zweiten Halbzeit, eine 1,5er-Quote. Was bei diesen ganzen Wetten noch zu sagen muss, es geht um die Gesamttorzahl. Das heißt, auch wenn der Außenseiter ein Tor schießen würde, dann hilft das unserer Wette ungemein. Weil ob jetzt Belgien zum Beispiel 2 schießt in der zweiten oder Kasachstan 1, Belgien 1, ist mir relativ egal. Oder Kasachstan 2. Ja, und bei diesem Spiel habe ich es mir nochmal auch genauer angeschaut. Ich meine, wir haben hier Kasachstan, okay? Die haben gerade gegen Zypern verloren. Und auf der anderen Seite Belgien, die vielleicht beste Mannschaft oder eine der besten Mannschaften der Welt, immer seit Jahren schon, mit einer wahnsinnig talentierten Mannschaft, die jetzt gerade halt San Marino 9-0 abgeschossen hat. Und ich habe schon eigentlich immer, wenn Belgien gespielt hat, immer auf das Asian Handicap Belgien gesetzt, weil die liefern halt einfach. Die haben eine Offensive, die Wahnsinn ist, die gönnen sich ganz selten irgendwie mal einen Durchhänger. Und so ist es auch. Ich meine, dass die gegen Kasachstan mit 3 Toren Unterschied gewinnen können, das steht außer Frage. Und dafür ist die Quote von 2,20 auch noch echt gut. Also hier kann man natürlich mit Belgien gehen und deine Wette auf über 1,5 in der zweiten Halbzeit finde ich allgemein sehr interessant, diese Wettart. Und da gibt es halt echt auch sehr interessante Quoten, weil, Entschuldigung, dass hier 2 Tore in der zweiten Halbzeit fallen können, dann eine 1,67 ist eigentlich dann nachgeworfen. Und ja, gut, dann lass die Kasachen halt mauern, dann gibt es mal eine Überraschung. Aber wie gesagt, man kann nicht immer auf Überraschungen spekulieren, weil dann darfst du gar nichts mehr wetten, sondern man muss halt einfach die Regel anwenden und oder da wie du ist so schön sagst, die Wahrscheinlichkeiten. Ja, die Wahrscheinlichkeiten oder die Regel und da ist Belgien normalerweise halt haushoch überlegen. Und
Auch wenn es natürlich teilweise richtig ist, dass es heißt, es gibt keine kleinen Länder mehr in einem gewissen Rahmen, aber ja, was soll man jetzt die Kasachen künstlich stark reden? Und bei dir hast du noch gemeint, die Schotten über 2,5, obwohl sie gerade gegen die Russen ziemlich zerstört wurden. Aber dann kommt halt mit San Marino der Weltranglistenletzte wahrscheinlich. Und dann sollte es auch mit 3 Toren in der zweiten Halbzeit klappen, vielleicht. Ja. Schauen wir mal. Ich werde es auf jeden Fall wieder tracken. Ich glaube, es gibt einige spannende Spiele. Es gibt viele super Quoten bei diesen Länderspieltagen sowieso. Mehr eigentlich als in der Bundesliga. Besser ausgeglichen auf beide Seiten. Und von daher freue ich mich jetzt auch schon wieder auf dieses Länderspiel. Wochenende auch wieder viele, viele eure Betten bitte posten. Ja. Macht unglaublich Spaß. Und wir haben ja sogar mit einem 2-2, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gepostet hat, aber einen richtigen Propheten in unseren Community-Kommentar rein. Ja, und vor allem auch die Spiele, die wir jetzt nicht erwähnt haben, weil es hier bei der Fülle der Spiele wirklich schwer ist, sich auf alle so vorzubereiten. Wenn ihr da irgendwelche Infos, Insights und gute Tipps habt, einfach in die Kommentare und dann Daumen da lassen, Abo da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Bello. Und schaut auf Oddspedia, vergleicht die Quoten bei der Sports Betting Community.